So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Rumble Time mit mir, dem Herrn Gleich, hier gegen Kronenberg World kämpfen wir. Ja, und irgendwie streikt mein Tablet gerade absolut. Ist auch überhaupt nicht schön aktuell. So, ich kämpfe jetzt hier gegen Jay Frizzle. Und dann fangen wir auch gleich mal an. So, Peter, ich muss mich jetzt beeilen. Das Spiel ist gerade schon wieder abgestürzt. Ich muss ja noch den anderen Account spielen. So, das sollte eigentlich jetzt schon hier reichen. Jetzt mache ich noch das. Und dann kann ich das auch gleich wegskippen. Und dann haben wir dieses Match gewonnen. Wenn er irgendwann mal reagiert. Na komm schon, Baby. So, die. Ja, das ist schön. Die wollte ich jetzt aber gar nicht aufmachen, sondern ich wollte sie einfach spielen. So, dann skippen. Um ein bisschen Zeit zu sparen. Gegen Jay Frizzle eine glatte 100. So, auf in Match Nummer 2. Na, ist doch nochmal ganz schön eng geworden jetzt hier gegen Kronenberg World. Muss ich ehrlich zugeben. Ein enges Match. So, Member Barry ist der nächste hier. Fangen wir wieder an hier. Mit dem Peter. Reicht leider diesmal nicht ganz, um das Match mit der glatten 100 abschließen zu können. Ein einziger Punkt hat jetzt gefehlt. Hätte ich jetzt mit einem Dale gekämpft zum Beispiel, hätte ich diesen einen Punkt automatisch bekommen durch seinen Punch. Aber ich möchte ja eigentlich lieber heilen. Ja, es ist halt jetzt blöd gelaufen, aber was willst du machen? So, also. Mal der Faller, was das Laggen tut hier. Sensationelle Hochgeschwindigkeit hier. So, und das sollte jetzt reichen. King Member Barry. Einfach wegskippen. Auf ins nächste Match. 94 Punkte geholt. So, nächstes Match. Trillian Boy. Tina. Machen wir gleich die schlimme Tina. Bin jetzt ganz froh, dass da jetzt ein Hank Hill gespielt wird. Der hat nicht ganz so viele Leben mit 29 Leben. Einmal gefused. Er muss gleich zerstört werden. Er darf überhaupt nicht erst ins Match kommen. So, und jetzt ist das Ding auch schon gelaufen. Da muss ich auch nichts mehr machen. So. 43 Trillian Boy. Juhu, eine glatte 100. Noch 7 Matches. Gegen Be Good. Ja, dann fangen wir jetzt an hier mit Peter. Kommt auch wieder einer mit, ne, 22. Das sind immerhin 47. Ja, und 47. Das macht jetzt schon echt einen Unterschied. Und spätestens jetzt, wenn ich jetzt den da gespielt habe, ist so viel Schaden da vorne. Skippen. Oh, sowieso erledigt. Okay. Glatte 100. Und da seht ihr die Chicken Fight. Ich habe es noch vor kurzem gesagt bei einem Daily Shop Video.
wie krank Chicken Fight eigentlich ist, wenn da zwei Kronen drauf sind. Da passiert dann echt nicht mehr viel. Ja, sie kämpfen hier auch noch fleißig. Kronenberg World, aber ich denke, dass die letzten 20 Minuten nicht mehr ausreichen, um dieses Match zu entscheiden. Hier haben wir Pekka. Fangen wir wieder an. Fashion Wrestling. Ist halt schade, dass die Fashion Wrestling bei mir nicht komplett ist, wenn ich mir vorstelle, wenn das jetzt eine komplett gemaxte wäre, alter Vater, dann wäre hier aber wirklich. Dann ging es hier ganz schön zur Sache. Machen wir es jetzt mal so. Das muss trotzdem reichen. Und. Nee, den will ich gar nicht. Was ist denn mit der Blurnsball? Ich muss echt nochmal gucken. So, also. Pekka mit einer glatten 100. Noch 5 Matches. Dann haben wir Kronenberg World besiegt. Ich bin ziemlich sicher. So, eine Lila. Liegestütze, dann haben wir hier die Flügelmutter Lila und auch hier wiederum kann ich jetzt wegskippen. Ich mache jetzt schon so viel Schaden. 100. Nice, Mann. So, Subju GBR. Und jetzt habe ich mal keinen perfekten Start. Jetzt muss ich mir echt was überlegen. Was mache ich hier raus? 24, 19, 19, 19. Ich fange jetzt erstmal an mit dem Eugene Welcher und dann gucken wir mal. Vielleicht habe ich ja noch Glück und es kommt irgendwas anständig. Kommt nichts Anständiges. Okay. So, noch die Power-Attacke. Machen wir halt eine defensive Runde mal. Denn auch das können wir. Wir haben jetzt insgesamt schon 15 Cripple plus das Cripple von. Jetzt mache ich hier eine Stuffing Academy. Von der Tina. So, jetzt wird das Feld hier vorne leer geräumt. Und jetzt ist das Ding auch gleich fertig. Da wird jetzt nicht mehr viel passieren. Ja, jetzt aktuell tatsächlich das anspruchsvollste Match hier. Momentan gegen Subju GBR. Trotzdem 91 geholt. Noch 3 Matches sind offen. 15 Minuten. 15 Minutes to go. Force of Will. Ja, fangen wir mal hier mit dem Kleiderschrank an und dann dürfte wahrscheinlich jetzt auch schon hier mit Bürgerkriege es ziemlich. Sich ziemlich erledigt haben. Wir machen jetzt hier die Blurnsball und mal den Check Slammer Nyx. Ja, komm, können wir wegskippen, da passiert nichts mehr. Die wird es eh nicht überleben. Und dann haben wir das auch schon gewonnen. 83, das war jetzt ein bisschen ungünstig gelaufen. Aber solche Matches muss es eben auch mal geben. So 42, also das ist ein sensationelles Ergebnis gegen Kronenberg World, muss ich echt sagen. Fürs erste Match schon wieder Subju, aber diesmal glaube ich nicht, dass es dir wieder gelingen wird hier. Weil ich komme jetzt hier mit Home-Ec Teacher. Dann habe ich jetzt hier die Lila. Jetzt kann ich das eigentlich schon wegskippen. Jetzt passiert eh nichts mehr. Es gibt so viel Schaden. Das wird eine glatte 100.
Noch ein Match. Gegen Pussifer. Komm, fangen wir wieder an mit dem Bob. Das war auch die richtige Wahl. Homemade Teacher. Jetzt brauche ich aber trotzdem. Ja, Lina. Komm, dann machen wir auch jetzt so viel Schaden. Das war's. Ja. Bill Daughtry, der kann dagegen dann jetzt auch nichts mehr machen, wenn er ausgespielt wird. So, also, damit sind wir dann hier mit unserem ersten Rumble-Match auch schon durch. Ist das nicht geil? So, wir haben jetzt hier Jamie, Jay, achso, warum lese ich ihn hier vor? Wie viele haben denn da gekämpft? 47 haben dort gekämpft, bei uns. Gucken wir mal, Cuddly mit einer glatten 1000, Perfect 1000, Man, Bounty, Abdam, Burger Boy, Dietronic, Chris, Junkhead, Ah, Tippy Colada, The King, Ulrike, Der Pate, Manubaya, Brian, XD, Jesse, Apokalyptica, Nutty Nate, Top Das, Exame, Sonja, Strommi, Gamer Guy, Brownie Nervt, Edgar Santos, Teklis, Robert, Lord Ado, Homer J, Spider, Ranowski, Mimo, Wurf 13, Manuel K., Eat Fresh Food, Dennis, Tularis, Michael, Amir Palang, Gecko Moria, Alessio, Il Guru, Henny, Oli Z, Kings, Ansgar, Herr Gleich, Krankus, Thomas Cookie und Puicho. Und ich bin mir ziemlich sicher, da kommt sogar noch einer. Also es wäre eine Sensation, wenn wir im ersten Match 50 hätten. Wahnsinn. Also wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich auch rein. Macht's gut, bis dann und tschüss.